bin in Amsterdam zur Taufe der SH Diana, dem neuesten Expeditionskreuzfahrtschiff von Swan Hellenic. Nur zur Taufe, aber ich werde trotzdem versuchen, euch einen kurzen Überblick, einen kurzen Einblick in dieses neue Expeditionskreuzfahrtschiff zu geben. Ist etwas größer als die SH Vega und die Minerva, die zwei vorigen Schiffe von Swan Hellenic. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Thank you.
Ohne euch diesen spektakulären Ort auf der SH Diana zu zeigen, kann ich das Video natürlich nicht beenden. Das Swan's Nest ganz vorne am Bug. Ja, ihr könnt euch selber vorstellen, was das hier für ein großartiger Blick ist, wenn man in der Arktis unterwegs ist. Nicht wie hier jetzt gerade am Tauftag in Amsterdam, sondern man vielleicht Wale sieht, Eisberge sieht. Das ist der beste Platz, um das zu erleben. Ich hoffe, ich konnte euch einen ganz hübschen Eindruck von der SH Diana vermitteln, hier in der kurzen Zeit. Ich war, wie gesagt, nur am Tauftag in Amsterdam kurz an Bord. Wir werden im Laufe des Jahres nochmal ausführlich mit der SH Diana fahren und euch dann auch ausführlicher noch berichten, auch auf cruisetricks.de, wo es natürlich über die Taufe jetzt schon einen Bericht gibt und später dann ein ausführliches Schiffsporträt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Franz Neumeier, cruisetricks.de.